Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark im Überlebensmodus bei dem Stumpflusstal. Wir haben in der Nacht hier ein bisschen was gebrutzelt. Ich habe jetzt viele Sachen abgelegt: Bärenfell, Rohrkommstängel und Holz und gebratenes Fleisch und was weiß ich nicht alles. Alles, was wir jetzt nicht unterwegs unbedingt brauchen. Dann noch sehr viel rohes Fleisch. Soll uns erstmal egal sein. Schlafsack habe ich dabei, denn wir wollen jetzt hier ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Wir gehen jetzt dorthin, wo wir in der letzten Folge den Wolf angeschossen und getötet haben. Werden dort die Karte aufdecken, wenn es denn geht hier in dieser Nebelsuppe. Denn das Wetter, ja, ist uns gerade nicht so wohlgesonnen. Ist jetzt echt ätzend. Jetzt sind wir eigentlich gut ausgeruht. Wir haben alles am Start und das Wetter macht jetzt nicht so mit, wie es soll. Da oben kommt der nächste Bär runter gerade erst. Boah, ey. Spiel. Das wäre es jetzt auch noch gewesen, ey. Ein weiterer Bär. So. Dann werden wir jetzt hier mal eine Markierung machen. Das geht sogar. Oh Wunder, oh Wunder. Und es klart auf. Ja, es klart auf. Sehr gut. Das ist sehr gut zum Erkunden. Da hinten sehe ich ein Hirsch. Werden ja irgendwo noch wahrscheinlich den Wolf finden, den wir in der letzten Folge angeschossen haben und mit dem Messer ein bisschen im Nahkampf bekämpfen mussten. Okay, sieht auf jeden Fall interessant aus hier. Ja, ist natürlich auch ein interessanter Spot, um jetzt hier trocken zu bleiben. Okay, das ist. Bewegt sich quasi im Kreis. Gut. Ja, gut, wenn natürlich auch für Notfall-Shelter hier so eine Notfallunterkunft wäre, das natürlich auch super. Dann ist die nächste Höhle. Also Unterstoffmöglichkeiten gibt es hier genug. Man muss sich halt nur ein bisschen umschauen. Es ist zwar Natur, ja. Man kann jetzt nicht in ein Haus gehen, aber wenn man halbwegs guten Schlafsack hat, geht das hier in der Natur eigentlich auch schon überall ganz gut. Gibt es Schlimmeres? Haus ist natürlich immer die beste Variante, klar. So, ein bisschen Bartflechte. Und eine weitere Höhle mit einer Leiche, einem Bogen und Pfeilen. Okay. Pfeilspitze, also hier war er wohl als Jäger unterwegs oder er musste, hat sich im Notfall das Ganze hier aufgebaut und ist dann entweder verhungert oder erfroren, aber erfroren glaube ich nicht, da war ja ein Feuer. Vielleicht doch einfach nur verhungert, wer weiß. Gut, wir werden den Ort hier natürlich markieren. Seinen Bogen werden wir jetzt erstmal behalten. Später, wenn wir irgendwann alles mit uns rumschleppen und das Gewicht zu viel wird, werde ich den Bogen wegmachen. Denn für die, die es nicht wissen, auf der Küstenstraße habe ich noch mindestens zwei Bögen rumliegen. Ich kann ganz viele Bögen machen, also das ist kein Problem. Und wir haben genug Pfeile auch zu Hause, aber die Pfeile hier nehme ich jetzt mit. Das ist ja Quatsch, wenn die gut sind, dass ich die jetzt kaputt mache. So viel wiegt ja ein einzelner Pfeil jetzt doch nicht. Kurz mal Headset richten. Wir sind jetzt hier und wollen natürlich jetzt weiter den Bogen entlang gehen. Haben jetzt den nördlichen Teil der Karte erreicht. Aber haben bei weitem noch nicht die ja, mittlere Ebene durchsucht. Ich kann euch ja gleich nochmal zeigen, was wir letzten Endes schon an Orten aufgedeckt haben. Das ist halt ja nichts. Ach du Wow, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass das hier auch nochmal eine Kletterpassage drin ist. What? Okay, das bedeutet natürlich, wir müssen uns hier besser vorbereiten. Vielleicht erst was, naja. Erstmal in Rohrkolben, macht nicht so durstig.
Okay, also um das nochmal festzuhalten, wir sind jetzt hier raus, sind jetzt hier ums Eck und hier ist ein Kletterseil. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass man da noch so massiv nach oben kann. Aber gut, dann wollen wir mal. Manchmal muss man mit den Unerwarteten rechnen. Da lieber immer noch mal so drauf, man weiß ja nie, vielleicht ist da was Interessantes. Der Ausdauer geht natürlich massiv runter. Gut, dass wir einen Schlafsack mitgenommen haben. Kohle. Ja, schön ist, aber wir sind natürlich noch nicht am Ziel. Wir wollen noch weiter. Also ich hätte nicht gedacht, dass man hier so hoch kann noch. Also das war jetzt für mich doch eine überraschende Wendung, muss ich sagen. Ja, Kletterseil. Hier oben sind wir dann da. Interessant. Ich wollte aber, ich habe es eben angesprochen, euch doch mal zeigen, wo wir letzten Endes hier sind und was wir aufgedeckt haben. Das ist erstaunlich wenig. Also wir haben erst 6 von 22 Orten entdeckt. Das ist in der Wildnis, dafür, dass wir in der Wildnis unterwegs sind, echt noch wenig. Also die Karte hält auch einiges für uns offen. Darf man nicht unterschätzen und sagen, ja gut, dann ist man halt hier bald durch. Nein, ist man nicht. Ist halt auch schon cool. Er sieht schon cool aus. Da muss man halt auch mal sagen. Was haben wir denn hier? Eine versteckte Passage. Aha. Okay. Wir gucken mal nach. Hast du dich jetzt beim Rätselsee geguckt? Was habe ich beim Rätselsee geguckt? Hä? War gerade nicht beim Rätselsee geguckt, oder? Ach nee, ja doch, ich habe beim Rätselsee geguckt. Stummfluss, da wir haben sogar noch weniger entdeckt. Wir haben 2 von 24, stimmt. Ja, Extreme. Das ist sogar noch weniger, als ich dachte. Danke für den Hinweis, Sakari. Da habe ich echt falsch geguckt. Kampfstiefel brauchen wir nicht. Drei Shirts habe ich mitgenommen. Und natürlich die Muni. Ein cooler Ort. Ein cooler Geheimort hinterm Wasserfall. Wie auch immer die Krähenfedern hier hinkommen, naja, sei mal dahingestellt und wir werden das hier, bin ich ein bisschen weit vor, werden das Ganze hier mal jetzt aufdecken. Zack, da haben wir noch mal ein bisschen Aussicht zur anderen Seite. Da kommt man wahrscheinlich doch hin, da sind noch Rohrkolben. Ja, dieser Ort hat durchaus ein paar Überraschungen in petto. Wir haben jetzt aber das Gewehr dabei, das brauchen wir natürlich nicht. Das legen wir auch ab, aber die Muni war auf jeden Fall gut. Also, dass wir einen Schlafsack mitgenommen haben, war sehr gut, denn ausdauertechnisch ist das so ein bisschen, ja, doch kräftezehrend, sagen wir es mal so, das ganze Klettern jetzt. Wir können uns doch mal ein bisschen was reinhauen, ein bisschen gegenzuarbeiten. Also, war schon gut, dass ich nicht so en masse Verpflegung mitgenommen habe für unterwegs jetzt. Jetzt hätte ich gewusst, dass wir nochmal klettern müssen. Nein. Einen Moment, gerade so öffnet sich mal wieder mein Sprachassistent auf meinem Handy. Diese KI von heute, so. Sorry. Ja, die Karte ist echt schön. Die ist, die ist so vielseitig, ne? Man denkt halt so, ah, hinter diesem Berg, das war's dann und die Natur und alles dies und das. Und dann kommst du weiter und denkst dir so, what? Das war's noch gar nicht. Da kommt noch mehr. Also, das mit den Hochklettern jetzt hat mich sehr überrascht. Da habe ich nicht mit gerechnet. Das war etwas, wo ich wirklich null mit gerechnet habe. Dass da auf einmal so eine Kletterpassage kommt.
Mammutfälle. Da haben wir doch mal einen Ort. Oh ja, sieht schön aus. Gucken wir gleich mal. Haben wir das schon mit drauf? Nein, haben wir nicht. Das heißt, wir werden es hier nochmal markieren müssen. Machen wir dann nochmal eben. So, Mammutfälle. Also hier ist unsere Höhle zum Schlafen. Schwierig, da wir jetzt gerade hier oben sind. Müssen wir mal gucken, wie, wann wir da eventuell nochmal zurückkommen. Auf jeden Fall müssen wir dahin nochmal zurück. Das sei mal dahingestellt, weil die Ortschaften vor der Höhle haben wir natürlich noch nicht entdeckt. Die würde ich ja ganz gerne auch aufdecken und ich werde natürlich unsere Sachen holen. Ist ja doch ein bisschen vieles, was ich dahingeschmissen habe. Spätestens, wenn wir keine Holzkohle mehr haben, müssen wir dann nochmal hin. So, also da geht es noch weiter. Gucken wir gleich mal nach. Bin gespannt, kommt man hier hoch? Ich glaube, selbst wenn, soll man hier hoch? Ich glaube fast nicht. Ja, ich glaube, das ist nicht gewollt, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ob das so gewollt ist, dass man hier ist. Wirkt jetzt gerade ein bisschen wirklich abseits. Nicht, dass ich hier gleich durch irgendeine Wand falle oder so. Dann können wir schon mal so einen kleinen Sneaker Peek auf das, was noch so kommen wird. Können hier schon mal ein bisschen markieren. Eigentlich soll man hier nicht sein, wo wir hier gerade sind. Oh ja, also ist ja noch sehr weitläufig. Jetzt gehen wir mal dahin zurück, wo wir hin sollen und wollen. Die Ausdauer lässt natürlich massiv nach. Das ganze Klettern hat uns ein bisschen fertig gemacht. Aber ich will jetzt nicht ungern wieder hier irgendwo in der Natur übernachten. Vielleicht finden wir ja noch mal irgendwo so eine kleine Unterführung oder sowas, wo wir dann letzten Endes den Schlafsack noch mal hinhauen können. Hier können wir gerade mal ein bisschen den Ausblick genießen. Sehr schön. Gut, dann wollen wir mal weiter. Hier sind Häschen. Bin bedacht, aber auch mit Vorsicht, denn ich weiß ja auch nicht, was jetzt hier noch kommen wird, ne? Also Bären, Wölfe, vielleicht auch Elche tatsächlich, kann ja alles sein. Ich kenne die Region halt gar nicht. Auf jeden Fall sind hier nur ein paar Hirsche und Häschen bisher. Das ist ganz gut. Muss ja nicht immer etwas Bedrohliches sein. Kann auch ein bisschen entspannter hier so entdecken. Hier sind die Zankfälle. Ah, die sind sogar schon mit drauf. Die muss ich nicht noch markieren. Das ist gut. Dann sparen wir uns erstmal die Kohle. Aber die ganzen Rohrkörper, also hier werden wir reichlich belohnt. Ich sagte ja anfangs schon, dass wahrscheinlich Bartflechte und Rohrkolben etwas sein wird auf dieser Karte, was man recht viel und gut finden wird. Ich merke jetzt gerade, dass ich zu Beginn des Streams gar keine Probeaufnahme gemacht habe. Ich hoffe, vertraue jetzt einfach mal darauf, dass das diesmal alles gut funktioniert. Bisher sehe ich im Aufnahmeprogramm und im Stream auch nicht, dass irgendwelche Ruckler oder sowas sind. Weil normalerweise mache ich immer am Anfang eine Probeaufnahme. Habe ich jetzt vergessen tatsächlich. Fiel mir jetzt gerade nur ein, als ich gesehen habe, wie viele Folgen wir schon gemacht haben, dass die Probeaufnahme fehlt. So. Ja. Auch wieder eine schöne Aussicht. Viel Natur. Ich glaube, da hinten ist die natürliche Abgrenzung hier das vom quasi Map-Ende. Cool. Es ist halt schon echt schön, ne? Muss man halt auch mal so sagen. Ist halt echt cool gemacht. Also optisch kann die Karte einiges. Natürlich jetzt sage ich mal route-technisch und
So ist das natürlich jetzt nicht so der krasse Burner, wo du sagst, boah, ja, da musst du hin, da ist jetzt wegen dem Loot so eine krasse Gegend. Nein, das nicht, aber wegen der Aussicht, doch. Die Aussicht und so kann sich schon sehen lassen. Also die Entwickler haben einiges drauf, das habe ich ja schon seit Jahren immer wieder gelobt und das kann ich jetzt auch nochmal unterstreichen. Also egal, was die Entwickler in Zukunft machen werden, wenn The Long Dark Anführungszeichen mal fertig sein wird, ich bin gespannt drauf. Also was die hier an Erfahrungen gesammelt haben und wie viel Liebe die reingesteckt haben. Egal, was es werden wird, ich würde es kaufen und Let's Playen und unterstützen. Weil diese Entwickler haben es wirklich, wirklich drauf. Ich glaube, da unten, nee, da ist noch Holz, glaube ich. So, hier nochmal eine Markierung gemacht. Aber auch so krass, dass hier nochmal so ein ganz großer gefrorener See so ist. Kann schon sagen, die Landschaft Monolithensee. Die Mannschaft, die Landschaft hat schon ein bisschen so, ja, malerisch, also hat schon etwas sehr Malerisches. Selbst im Schnee sieht das hier wunderschön aus. Gäbe es hier vielleicht mal, wäre es jetzt eine normale Jahreszeit, so sage ich mal, der Sommer hier in dieser Gegend, sähe bestimmt auch traumhaft schön aus, ne, wenn man sich bedenkt, dieser See, wenn er nicht mehr gefroren wäre. Das ganze Wasser da so lang fließt mit grünen Bäumen und so. Traum. Ja, wir müssen jetzt natürlich nach unten alles uns da anschauen beim See. Da wird bestimmt noch eine ganze Ladung Rohrkolben dazu kommen. Gehe ich mal fest von aus. Gewichttechnisch schaffen wir das auf jeden Fall locker. Haben noch gut Stauraum frei. Natürlich die Ausdauer haut rein, klar. Erschöpfung. Aber insgesamt sollte das kein Problem sein. Richtig cool hier. Ja, so kommen natürlich die ganzen Ortschaften auf dieser Karte zustande. Bannerfälle. Sind nämlich die ganzen Wasserfälle, die hier die wichtigen Orte darstellen. Und so kriegt man natürlich dann auch schon ganz gut die Liste gefüllt. So. Hier ist noch ein Geheimversteck, sehe ich gerade. Da haben wir Patronen, sehr gut. Ja, das nehmen wir alles mit. Das war eine sehr gute Kiste. Die war wirklich sehr, sehr gut. Mega, mega nice. Hier ist der nächste Wasserfall. Obachtfälle. Ist da hinten ein Versteck? So, hier treffen sich also mehrere Wasserfälle, deswegen halt auch dieser See, der zustande kommt. Und hier haben wir eine versteckte Höhle. Trifft sich gut zum Folgenende. Die Seehöhle, die haben wir jetzt hoffentlich dann auch direkt mit drauf. Ja, die ist mit drauf. Sehr gut. Brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich auch mit. Und hier haben wir noch ein bisschen Kohle, also Feuer machen könnten wir hier auch. Relativ problemlos. Nehme es jetzt erstmal mit, ob wir es gleich brauchen, wenn oder nicht. Das sei mal dahingestellt. Ja, dann haben wir hier einen guten Spot zum Übernachten. Und ich glaube, Feuermaterialien brauchen wir gar nicht tatsächlich, weil wir so alles ganz gut dabei haben. Gut, ich würde sagen, wir sind jetzt am Ende einer Folge, passenderweise jetzt gerade hier. Und dann werde ich jetzt hier die Nacht rumbringen. Ich denke, das sollte kein Problem sein. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder morgen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Zeigt es auch gerne mit dem Daumen nach oben und ein Abo. Ich bin raus. Bis dahin. Tschüss.